in Lünen, wo der BVB auf den Lüner SV trifft zum ersten Testspiel der Saison 22/23. 3000 Zuschauer werden erwartet, ausverkauftes Haus, und an meiner Seite begrüße ich Danny Fritz. Danny, was erwarten wir heute für ein Spiel? Ja, einen richtig wunderbaren Sommerkick im wahrsten Sinne des Wortes. Hier die Kinderaugen, sie strahlen schon, du hast es gesagt. Es ist so schön, der BVB präsentiert sich wieder in der Region vor den Toren Dortmunds, hier beim Lüner SV. Hier wunderbare Einstellung, hinten die Tribüne, vorne sehen wir rechts, meine ich ja, die Bänke, und hier, was ein Bild, viel, viel Schwarz-Gelb hier. Also, wir freuen uns auf ein erstes Testspiel von Schwarz-Gelb mit vielen, vielen neuen Gesichtern, vor allem auch vielen, vielen jungen Gesichtern. Ja? Also so können wir schon vorwegnehmen, von den Neuzugängen haben wir erstmal nur, da haben wir wunderbar eingefangen von der Regie, Dankeschön. Da sehen wir auch unter anderem Gregor Kobel mit dem roten Cap, dann dritter von rechts Marco Reus, die extra früher im Training sind, extra hier vorbeigekommen sind, neben Marius Wolf, Donny Malen, die sind schon im Training, Schulz auch, die werden noch individuell belastet, genau wie Matteo Morey. Aber schöne Geste, wie gesagt, gerade von Marco, dem Dortmunder Jungen, auch dann hier zu sein. Und ja, da werden die ersten wahrscheinlich Snapchat-Videos schon gemacht. Ja, und da sehen wir Edin Terzic, der neue Cheftrainer von Borussia Dortmund, klatscht auch nochmal ab. Die Mannschaften sind also bereit, kommen jetzt aufs Feld. Weißt du, wie das Maskottchen heißt? Ist das Lionel? Also wahrscheinlich Lionel, wie es da steht. Nico Berghorst, Ferdinand Franz Rahr und Tore Niklas Burg. Das also die Startelf, und ihr seht, wie groß die Bank ist. Da wird in der Pause sicherlich komplett durchgewechselt. Die Seitenwahl läuft, Mats Hummels hat sie gewonnen. Und Stichwort Mats Hummels, dann kommen wir zur Mannschaft von Borussia Dortmund, die eben jener Mats Hummels heute anführt.
im Tor mit Alex Meyer, dem Neuzugang von Jahn Regensburg. Dann numerisch gehen wir sie einmal durch. Mats Hummels, Youssoufa Moukoko, Felix Paslak, Tom Rothe, Prinz Anning, der jetzt neu noch vom Ajax Amsterdam dazugestoßen ist. Falco Michel, neu von zur U23 vom VfB Stuttgart. Namdi Collins, Göktan Gürpütz, Antonios Papadopoulos und Justin Ginma. Das sind die Elf, die Edin Terzic hier zunächst mal ins Rennen schickt. Und auch da wird es mit Sicherheit noch den ein oder anderen Wechsel geben. Da haben wir Axel Schmeing im Bild, den Cheftrainer vom Lüner SV. Lüner SV wird wahrscheinlich nicht jedem ein Begriff sein. Westfalenliga wird hier gespielt. Das ist die sechsthöchste Spielklasse. Man war aber gerade so in den 60er, 70er Jahren auch mal zweitklassig und hat auch da gegen den BVB gespielt. Denn tatsächlich, das gehört zur Wahl, dann auch der BVB mal in der zweiten Liga spielen müssen. Klar, damals in der Regionalliga West der Lüner SV, was damals die zweithöchste Liga in Deutschland war. Ja, die gute alte Zeit. Und damals auch großes Gastspiel, jetzt gerne nochmal hier in die Historie, schon früher. Jockel Bracht, der alte Borusse, der dreimal mit dem BVB Meister wurde, ist nach dem Krieg, ist er hierhin geflüchtet nach Lünen, hat unter anderem auch hier kurz gespielt. Danach hat er den Weg zum BVB, wie gesagt, wurde dann 56, 57 und 63 deutscher Meister in Schwarz-Gelb. Jetzt hier aktuell Anpfiff Lünen, Anstoß Lünen und los geht's. Freuen wir uns auf ein unterhaltsames und, Tobi, du wirst mir zustimmen, hoffentlich torreiches erstes Testspiel. Da hätten wir auf jeden Fall nichts dagegen. Wir hatten eben schon drüber gesprochen, Denny, vor ein paar Wochen haben die Damenmannschaft des BVB hier noch gespielt. Wie war da das Endergebnis? 17:0 ist der bis heute höchste Sieg in der jungen Geschichte der BVB-Frauen. Ja, war eine einseitige Sache. Ich glaube tatsächlich, ein 17:0, lehne ich mich aus dem Fenster, werden wir heute nicht sehen. Ich glaube, ganz so hoch wird es. Aber wenn du es schon sagst, dann können wir die Geschichte auch fortführen, denn dieses heutige Testspiel hat quasi seinen Ursprung in diesem Spiel der Damen. Ich habe es mir tatsächlich gerade nochmal von Abteilungsleiterin Svenja Schlenker verifizieren lassen, die im Auftrag von Borussia Dortmund damals wirklich hier bei diesem Gastspiel vor wenigen Wochen einfach mal angefragt hat, könntet ihr euch vorstellen, vielleicht, dass die Herren mal hier spielen? Und wer sagt da nein? Sie haben nicht wirklich lange gezögert. Und wir haben sogar noch besseres Wetter mitgebracht aus Dortmund hier nach Lünen. Ja, und da war der Lüner SV auch schon zum ersten Mal im gegnerischen 16er, während wir hier von der Entstehungsgeschichte dieses Spiels erzählt haben. Aber jetzt der BVB mit Göktan Gürpütz, der Prinz Anning auf der linken Seite mal schickt. Da geht da ins 1 gegen 1. Aber jetzt wird erstmal Druck aufgebaut. Das ist wahrscheinlich jetzt ein Bild, was uns durchaus öfter heute begegnen wird. Die beiden BVB-Innenverteidiger auf Höhe der Mittellinie, die da das Spiel aufbauen und dann das Spiel in die Lüner Hälfte verlagern. Ja, Tobi, mal eine Frage für die manchen, die interessiert es. In welcher Grundordnung spielt der BVB heute? Wird sicherlich auch eine spannende Frage sein, mit der wir uns in der ganzen Vorbereitung beschäftigen. Ist jetzt die Frage, ob es eher dieses, also es ist auf jeden Fall eine Viererkette, da sind wir uns, glaube ich, einig hinten mit Namdi Collins und Mats Hummels in der Innenverteidigung, Felix rechts und Tom Rothe links. Und dann, ja, ist es jetzt ein 4-1-4-1, was ich jetzt vermuten würde. So sieht es jetzt aus, genau, ja. Mit Toni Papadopoulos auf der 6. Und dann von links nach rechts Prinz Anning, Göktan Gürpütz, Falco Michel und Justin Ginma. Und Youssoufa Moukoko dann vorne auf der Stoßstürmerposition. Also die gleiche Grundformation übrigens, wie die Damen hier vor wenigen Wochen gespielt haben, scheint erfolgsversprechend zu sein. Tobi hat es schon gesagt, gerade bei so einem Testspiel, wo es sicherlich immer wieder ein paar ruhigere Phasen gibt, schickt gerne eure Fragen in den Chat. Wir haben immer mal wieder einen Blick drauf. Natürlich eine große Frage, die häufiger jetzt schon gestellt worden ist, wie lange haben die Nationalspieler noch Pause? Nicht mehr so lange. Ende der Woche ist die Sommerpause vorbei. Am Samstag steigen sie ein
mit der Leistungsdiagnostik Samstag und Sonntag. Also während die Jungs, die wir hier heute sehen, auf dem Platz dann in Dresden sein werden, haben dann die anderen Jungs ihre Leistungsdiagnostik Samstag und Sonntag. Dann geht's dann los und dann ist der Kader nach und nach zusammen. Aber jetzt kommt der Lüner SV über die rechte Seite. Nico Berghorst da am Ball, aber Nandi Collins läuft ihn recht souverän ab. Aber das war auch etwas, was Trainer Axel Schmeing im Vorhinein gesagt hat. Wir wollen durchaus versuchen, hier den ein oder anderen Nadelstich über Konter oder möglicherweise über Standardsituationen zu setzen. Also ganz chancenlos will sich der Lüner SV hier nicht ergeben. Ja, wieder Prinz Anning da eben 1 gegen 1. Am ersten kommt er vorbei und dann gibt es Freistoß in der Nähe der Eckfahne. Da sehen wir es nochmal. Ersten den Ball vorbeigelegt, ja, und der macht dann schon mal den ersten Textiltrist am neuen Heimtrikot. Na, guck, dann Göpitz hat sich da den Ball bereitgelegt. Bringt ihn mit rechts hoch vors Tor. Mats Hummels knapp drunter ja gesprungen. Na, Justin Jimmer mal kurz zum Solo angesetzt gegen drei Leute und da sieht man auch seine Schnelligkeit. Aber wird dann doch fair vom Ball getrennt. Geht mit Abstoß weiter. Deborah fragt, wie geht's Marco Reus? Ich glaube, da können wir sagen, sehr gut. Seit gestern ist er wieder auf dem Trainingsplatz, arbeitet individuell, ist ja leider nach der Saison bei der Nationalmannschaft verletzt, musste da verletzt abreisen und ist jetzt schon in seinem individuellen Programm und ist auch heute hier vor Ort und guckt sich das an. Und wird dann vermutlich mit den weiteren Nationalspielern nach und nach in den Trainingsbetrieb integriert. Da sehen wir ihn auch nochmal im Bild, genau wie Emre Can, Nico Schulz, die schon im Training sind, aber aus individuellen Belastungssteuerungsgründen heute nicht im Kader stehen. Und der nächste lange Ball. Da hätte ich aber auf Abseits, genau. Dankeschön, mein Freund. Ah, Ferdinand Franzra war da wohl etwas zu früh gestartet, auf jeden Fall ging die Fahne hoch. Schimmer mit der Flanke, aber die findet nicht Moukoko, sondern nur auf den Kopf von Matthias Dries. Hier sehen wir Papadopoulos, war im letzten Jahr schon häufiger, gerade in der Vorbereitung bei den Profis, hat er auch seine Spiele dann noch bekommen. Und war absoluter Leistungsträger bei der U23. Genau, das hat sich dann nachher wirklich zu einer absoluten Stütze da entwickelt. Und ist flexibel einsetzbar, also sowohl in der Innenverteidigung als auch wie jetzt eine Position weiter vorne. Auf der 6. Oh, schöner Ball von Felix auf Youssoufa, wird gezupft. Ball war noch frei. Ich dachte im ersten Moment, er auch sicher in den Arm des Torhüters. Aber nein, geht weiter mit Einwurf für den BVB.
Aber netter Ball von Felix da durchgesteckt auf Youssoufa. Aber er fault wieder natürlich. An Göktan Gürpitz. Was ist mit Jamie Bynoe-Gittens? Wird jetzt schon mehrfach gefragt. Ja, der ist vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, ich glaube Sonntag, ne? Samstag oder Sonntag, U19 Europameister geworden mit England, mit der Nachwuchsnationalmannschaft der Engländer. Und der hat natürlich auch noch ein paar Tage frei und wird dann später ins Training einsteigen. Jetzt der Ball von Gürpitz auf den Kopf von Papadopoulos, aber der... Ja, dahinter lauter Mats. Ich glaube, wenn sie da kommuniziert hätten, hätte Mats ihn lockerer einnicken können. Und der Ball war jetzt kein Problem für Asmir Alisic, den Keeper der Lüner. Da sehen wir nochmal Namdi Collins mit der Reingabe. Aber Papadopoulos wäre da gewesen, aber das war sichere Beute für den Lüner Schlussmann. Ja, der Ball geht ins Aus. Das ist aber wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, wenn da ein Moukoko auf dich zugerannt kommt. Der hatte wirklich gut Tempo drauf und dann hat man das wahrscheinlich in der Westfalenliga alles etwas mehr Zeit noch, alles etwas langsamer. Ja, aber du merkst auch ab und zu langsamer jetzt und gut durch. Du siehst, der Ball ist deutlich, deutlich langsamer als in der Bundesliga und bei uns im Trainingsgelände, weil das ist schon ein Rasen, der ist sehr, sehr hoch gemäht. Wie gesagt, also haben sie wirklich schön lang wachsen lassen und du merkst, ich will nicht sagen, dass der Ball steht, aber wenn ihr mal genauer darauf achtet, das Tempo ist deutlich langsamer. Ich habe es gerade bei den Passstaffetten mal gesehen. Ah, es wird da sogar eingeblendet. Also das ist, glaube ich, nicht das kurzgeschorene, der Temporasen, wie wir ihn mögen. Und wenn wir Jamie Bynoe-Gittens beantworten, kommen auch viele Fragen nach Jaden Brav. Der ist mit der U23 im Trainingslager. Die bereitet sich gerade in Kirchberg auf die anstehende dritte Liga vor und der ist mit den Jungs unterwegs und hier nicht vor Ort. Njinma setzt sich da gut durch, bringt jetzt nicht die Flanke, sondern versucht sich dann nochmal im Kurzballspiel mit Göktan Gürpitz. Und der BVB sortiert sich wieder nach der Standardsituation, nach der ersten Ecke und nimmt ein bisschen das Tempo raus. Lüner SV natürlich auch sehr massiert um den eigenen 16er drumherum. War wieder Franz Ra, der sich da durchsetzen konnte, beziehungsweise von Njinma gefoult wurde. Da sieht man es ja. Klamata kann man sich, glaube ich, jetzt nicht beschweren über den Pfiff. Nee, ist da ein bisschen fehlende Cleverness und vielleicht mangelnde Erfahrung, aber so. Das wird in jeder Liga abgepfiffen. Langer Ball auf Nico Berghorst, aber Tom Rothe abgezockt. Gürpitz, wieder Rothe im Doppelpass. Ja, aber sehen wir, hier wird kein Grashalm weggeschenkt. Nico Berghorst setzt nach. Von daher ist es halt nicht nur einfach ein Freundschaftsspiel. Irgendjemand sagte mal, es gibt keine Freundschaftsspiele, es gibt nur Testspiele. Und das soll es ja auch durchaus sein. Ein Test, ein erster. Ja, gerade für die ganzen jungen Spieler, die hier dabei sind, die haben natürlich die Chance, sich zu zeigen und Edin Terzic zu beweisen, dass sie auch weiter Teil der Vorbereitung sein sollten, wenn dann immer mehr Nationalspieler dazustoßen. Jetzt Papadopoulos mit dem ersten etwas gefährlicheren Abschluss in der 13. Minute, der dann aber doch einen guten Meter übers Tor ging. Hier schöne Hackenvorlage von Moukoko. Ja, und dann ist es, glaube ich, ein guter Meter, den der Ball da übers Tor geht. Aber die Idee war nicht schlecht. Hat gesehen, dass Asmir Alisic etwas weit vor seinem Kasten stand. Versucht, ihn zu überlupfen. Gelingt nicht. Da haben wir die Bank.
Edin Terzic ganz links mit seinen Co-Trainern und Torwarttrainer Matthias Kleinsteiber rechts. Ja, gut behauptet den Ball, aber dann doch etwas überhastet nach vorne in die Spitze gespielt von Unai Kurtulus, dem Linksverteidiger beim Lüner SV. Auch ambitionierter Ball von Herrn Hummels, kommt Tom Rothe nicht dran. Hat sich auch sofort entschuldigt, ja. Hat gesagt, der war ein bisschen zu lang. Ah, schön gegengepresst da von Anning. Aber drei Lüner im Verbund können das dann klären und ihm den Ball wieder abnehmen. Da haben wir Alex Meyer, den einzigen Neuzugang, der aktuell schon dabei ist, kam aus der zweiten Liga von Jahn Regensburg und wird die Position der Nummer 2 einnehmen hinter Gregor Kobel. Ja gut, Prinz Anning ist auch Neuzugang, aber wir reden jetzt mal von den etatmäßigen Neuzugängen unserer Profimannschaft. Richtig, muss sehr man gut ganz aufgepasst. Genau zu nehmen. Ja, schön. Und Nuki, der sucht immer sofort den Abschluss, aber der geht auch wieder einen Meter links am Tor vorbei. Aus der Drehung sofort genommen. Da sehen wir es nochmal. Rote auf Gürpitz. Und dann fackelt Yusufa nicht lange. Zieht mit rechts ab. Aber der Ball geht auch einen guten halben Meter. War schon ein bisschen knapper als bei Papadopoulos davor. Daneben. Ja. Wir nähern uns an. Viertelstunde ist gespielt. Ich denke, wir sehen das Spiel, was wir erwartet haben. Tonangebende Mannschaft von Borussia Dortmund. Die ganz klar hier das Spielgeschehen bestimmt, das Spielgeschehen in die Hälfte der Lüner verlagert. Manchmal hat es schon die Anzüge, wie es so oft heißt, von Handball. Aber Lünen halten gut dagegen und jetzt Alex Meyer ein bisschen kurz. Ja, ja. Sie sind bissig, sie halten dagegen. Aber wie gesagt, wir hatten jetzt durch Papadopoulos und Yusufa innerhalb von 2-3 Minuten die ersten beiden guten Torchancen. Jetzt wieder ein langer Ball von Felix in die Spitze. Kopfballverlängerung von Muki. Prinz Anning, oh, da ist auch hinten geschoben, bleibt stehen. Oh, da tankt er sich durch. Ah, ne, da kann er nicht pfeifen. Aber da sehen wir schon, das ist einer, der ist flink, der geht doch mal gerne ins 1 gegen 1, Prinz Anning. Ja, schnell, technisch stark. Mhm. Genau das ist das Profil. Und man sieht auch schon Linksverteidiger, aber scheinbar auch Linksaußen. Also kann die linke Seite komplett bearbeiten. Ja, Papadopoulos mit dem Chip, aber da hat die Lüner Hintermannschaft aufgepasst. Und das ist die zweite Ecke, Nico Berghorst, der da mit Flugkopfball ins eigene Tor ausklärt. Göpitz wird den Ball gleich von der linken Seite vors Tor bringen. Na, die erste kam am ersten Pfosten runter, war kein Problem für Lünen, die zu klären. Wir erhoffen uns ein bisschen mehr Gefahr jetzt von dieser Ecke. Sicherheit. Anning mit dem hohen Lob, würde ich mal sagen, aber übers Tor. So, während Asmir Alisic sich den Ball wieder zurechtlegt, den Ball ins Spiel bringt, wollen wir natürlich auch nochmal 1 und 1 ins Spiel bringen, denn die, wie schon zuletzt bei unserem Trainingsstream, haben dafür gesorgt, dass wir dieses Spiel überhaupt live streamen können. Also ein großer Dank an unseren Hauptsponsor, an 1&1, der wirklich dafür sorgt, nicht nur heute, dass wir euch mit ganz, ganz viel Live-BVB, Live-Fußball, Live-Sport versorgen können. Ja. Und wer ein neues Handy braucht, kann da gerne mal vorbeischauen. Da gibt es hervorragende Angebote auf 1&1.de.
Ah, Falko Michel sucht da einen Jinba. Findet ihn aber nicht. Und Yusuf auch mit dem nächsten Abschluss. Auch der noch nicht wirklich gefährlich. Ja, der war mir ein bisschen zu überhastet abgeschlossen. Aber wird auch sicherlich eine spannende Saison für Yusufa sein. Klar, jetzt lange Zeit erstmal wieder ein bisschen verletzungsfrei geblieben. Wird sicherlich versuchen, sich in der Vorbereitung zu präsentieren, um wieder zu mehr Spielzeit zu kommen. Neuer Trainer, Karten werden neu gemischt. Es gibt nicht wenige, die auch Yusufa zutrauen, diese Saison mal komplett durchzustarten, weil der Sprung von der Jugend, das war nicht zu erwarten, dass du nicht einfach diese Zahlen, die du in der Jugend geliefert hast, das war doch ein Riesenrucksack, den er da mit in die Profis reingeschleppt hat. So, hat auch ein Stück weit Lehrgeld zahlen müssen, hat Lehrgeld gezahlt und sich auch an das Niveau, glaube ich, der Bundesliga so ein bisschen gewöhnt. Und jetzt schauen wir mal, was Yusufa in dieser Saison zustande zu leisten imstande ist. Sind alle gerade noch so in Deckung gegangen. Der Ball ist mit ordentlicher Wucht in Richtung der Zuschauertribüne gegangen. Aber ich bin zuversichtlich, dass es da keine Verletzte gibt. Da war man zumindest gerade noch so dazwischen, das hätte gefährlich werden können. Das war vielleicht für Milan Sekulic die Chance seines Lebens auf ein Tor gegen den BVB. War auch eine Einladung, die er aber nicht annehmen konnte. Ja, ein bisschen Bruder Leichtfuß jetzt im Spiel von Schwarz-Gelb. Jetzt wieder bei links an die Grundlinie. Pritz an den, kriegt er den noch reingekratzt. Jawohl, da ist wieder Mucki und der will, ja klar, der sucht den Torabschluss. Nochmal nachgesetzt, gut. Ja. Falko Michel mit dem Abschluss. Da sehen wir ihn aus der Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgart nach Dortmund gewechselt. Hatte auch Angebote aus der zweiten Bundesliga, hat aber sich entschieden, erstmal zur U23, denn für die ist er hauptsächlich vorgesehen, nach Dortmund zu wechseln, weil ihm die Perspektive, die ihm der BVB aufgezeigt hat, sehr gut gefallen hat. Somit eigentlich noch ein Neuzugang, der hier auf dem Platz ist. Ja, oh, der war jetzt gut. Auf den Dinma und der ist fix, der ist schnell, guckt nochmal in die Mitte. Sucht an ihm. Aber Tom Rothe ist da. Ja, die Flanke landet in den Armen von Jesko von Eichmann, wenn ich das richtig gesehen habe. Souverän gefangen, der Kollege von Sky Sport. Da haben wir den Schiedsrichter Henrik Rotkort im Bild. Wie Anfang schon gesagt, das letzte Spiel seiner Karriere, was er heute hier pfeift. Jetzt Köpitz mit der dritten Ecke für den BVB. Und diesmal ist es sichere Beute für Alisic im Tor der Lina. Da sehen wir es nochmal. Keine Probleme, den Ball da runter zu holen. Platz auf der linken Seite. Zurückgespielt. Rosowski
Gelidja. Ja, da hat aber niemanden gesehen, zumindest keinen Mitspieler. Matteo Morey. Im Gespräch vertieft mit Marco und trotzdem noch mit der sicheren Ballannahme. Auch der Matteo ist wieder komplett im Mannschaftstraining drin, aber nach so einer langen Verletzungspause will man ihn auch behutsam aufbauen. Aber auch den werden wir eher früher als später wieder auf dem Fußballplatz sehen, dann auch in Testspielen. Man kann es ihm nur wünschen, dass er so gut es geht zurückkommt. Gilt für alle, auch da häufen sich die Fragen im Chat. Spieler, die ihr schon bei uns auch in den Videos im Training gesehen habt, sei es Dahoud, sei es Schulz, das schauen wir erstmal auf den Platz. Genau. Schulz, Dahoud, Chan, Donny Malen, all die werden gerade individuell gesteuert. Wobei Mo sogar auf der Bank sitzt heute, also vielleicht sehen wir den noch. Richtig, richtig. Ich glaube, ich trete niemandem seiner Kollegen zu nahe, wenn ich sage, das ist der prominenteste Name, der hier heute noch eingewechselt werden könnte. Ah, und jetzt sehen wir da rechts außen jetzt, auch wenn er nicht an den Ball kommt, Anning. Anning und Jinma haben vor, ich glaube, 2 Minuten mal die Seiten getauscht, um ja auch da die Gegenspieler auf den Außen vor neue Herausforderungen zu stellen und vielleicht ist mit dem neuen Mann auf der Seite zu versuchen. Ja, Michel, gute Abschlussposition, den versucht er auch, aber Reichwein blockt. Hat, glaube ich, auch ein bisschen wehgetan, er hält sich die Schulter, aber es geht weiter. Für den wohl prominentesten Namen beim Lüner SV. Marcel Reichwein, Drittliga-Erfahrung, Zweitliga-Erfahrung sogar. Und das auch nicht wenig, 64 Mal in der zweiten und 193 Mal in der dritten Liga. Neuzugang in dieser Saison hier in Lünen. Er ist mittlerweile 36 Jahre jung und spielt aber weiterhin jetzt dann in der sechsten Liga beim Lüner SV hier, Westfalenliga. So, und jetzt wieder eine Ecke von links, die vierte von links, aber die erste jetzt, die Prinz Anning reinbringen wird, also jetzt mit dem linken Fuß vom Tor weggezogen mal. Die letzten beide hat sich ja Alisic gepflückt. So, jetzt vom Tor weg, gar nicht so schlecht, kommt kurz vom Mittelpunkt runter, aber vom Elfmeterpunkt runter. Aber in der Mitte geklärt. Neuer Aufbau über Passlack. Wieder zu Anning auf die linke Seite. Gut, Michel. Oh, der. Naja. Der war mit Ankündigung allerdings. Da war Marcel Reichwein deutlich zu spät. Das weiß er, glaube ich, auch. Im Ligaspiel, was eine ganz klare Gelbe, sind wir uns einig. Heute belässt man es erstmal beim kleinen Gespräch. Da sehen wir es nochmal. Da kommt er gleich angeflogen. Ja, ja, Freunde. Das ist aber eine Schere, also das ist dunkelgelb in der Liga, Kinders. Ja, es geht schon weiter, Göpitz bringt den Ball. Dann wieder Hummels, der knapp unter dem Ball her springt. Alisic kann dann klären. Ja, der BVB mit Anning weiter im 16er. Legt zurück, da wartet keiner direkt. Hummels versucht es jetzt mit dem Schuss. Und der wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht gekommen, wenn da nicht im letzten Moment ein Lima den Fuß dazwischen gehalten hätte. Ich glaube, der Torwart war in dem Fall schon geschlagen. Sehen wir nochmal die Slow-Mo ins linke Eck, wäre der Ball gegangen, aber ein Lühner dazwischen und der BVB in dem nächsten Angriffsversuch. Jinma mit der Flanke von der rechten Seite sucht da Mukoko in der Mitte, aber ein Lühner dazwischen. Es fehlt noch so der Ball in den 16er, der berühmte letzte Pass, der kommt aktuell noch nicht.
Ja, ist schwierig. Also, wie du schon sagtest, sie stehen natürlich sehr, sehr tief, der Gegner. Das war zu erwarten, gerade im Zentrum. Jetzt an Ning mal durchgesteckt. Ein Lünener Spieler liegt da. Ja, Nico Berghorst ist das. Ich glaube, mit Anning irgendwie zusammen. Also der BVB versucht viel über die Außen, dann an die Grundlinie zu kommen und dann in die Mitte, weil du hast in der Mitte halt mit, jetzt sehen wir die Szene nochmal. Er hat sich bei der Grätsche selbst wehgetan. Ist ja kein richtiger Targetspieler, Youssoufa, vorne drin, so ein Brecher, sondern ist eher einer, den du füttern musst. Das verlagert das Spiel auf außen und dann ist bislang schwierig, bislang da durchzukommen. Und dann gerade ist es im Zentrum halt auch sehr, sehr oft zugestellt. Deswegen auch nach einer halben Stunde noch 0:0. Der Spielstand und so ein bisschen Leerlauf auch wieder drin. Wir hatten eine gute Phase mit den Chancen von Papadopoulos und von Moukoko. Ich glaube 12., 14. so in den 13. Genau. Aber das heißt, so seit einer Viertelstunde warten wir auch eigentlich wieder so auf eine richtig klare Torchance von Schwarz-Gelb. Ja, die Lüner machen das gut. Die stehen häufig sehr eng. Und verteidigen da natürlich auch mit Mann und Maus. Die werden sich mit Sicherheit vorgenommen haben, so wenig Gegentore wie nur möglich zu bekommen. Aber vielleicht jetzt Djinma, einer der Aktivposten, der auf jeden Fall viel versucht über die Außen. Ja, da wird vielbeinig verteidigt. Und auch der nächste schnelle Ball, aber da ist Mats Hummels da, der absichern kann, und auch Alex Meyer, der dann den Ball aufnimmt. Und wieder über links Anning und Rothe, der den Ball in die Mitte spielt. Aber wieder ein Lünener dazwischen, bevor Moukoko an den Ball kommen kann. Schöner Ball von Michel auf Anning. Aber es wird zur fünften Ecke geklärt von Tore Niklas Burg, der da noch dazwischen gespritzt ist in diesen schönen Pass von Falko Michel. Und wieder ist es Anning, der den Ball vors Tor bringt. Ah, mal Richtung zweiter Pfosten, Elfmeterpunkt mehr gezogen, aber auch da kein Erfolg. Da setzt er sich schön durch und dann gibt es die sechste Ecke. Auch wenn es Berghorst nicht fassen kann. Der Meinung ist, dass Anning da zuletzt am Ball war. Schiedsrichter Rotkort bleibt bei seiner Entscheidung. Habe ich auch noch nie so wirklich gesehen, dass sich ein Schiedsrichter da nochmal überstimmen lässt, nur weil man reklamiert. Ah, Mats Hummels im 16er am Ball schießt. Nee, da wurde er, glaube ich, vorher schon geblockt. Das war auch aus unserer Position nicht so perfekt zu sehen.
bleiben die Lüner aber auch in der Hälfte des BVB. Versuchen vorzuchecken und da hat jetzt, glaube ich, Felix Paslak Papadopoulos ist es, einen auf den Fuß bekommen. Franz Rahl. Aber steht wieder, läuft auch wieder rund. Da geht es ohne Probleme weiter. Und der BVB mit dem nächsten Angriffsversuch. Tom Rothe mit der Flanke, aber da war auch niemand in Schwarz-Gelb so wirklich in der Nähe. Leichte Beute also für Alisic. Zehn Minuten haben wir noch in diesem ersten Durchgang. Eigentlich, oh, jetzt schon das zum wiederholten Male. So ein bisschen Leichtigkeitsfehler in der Defensive von Schwarz-Gelb. Gut, aber bügelt er seinen eigenen Fehler wieder aus, Namdi Collins. Aber das häuft sich jetzt doch in der letzten Viertelstunde. Jetzt mal ein bisschen Platz. Jetzt könnte es mal schnell gehen im Spiel von Schwarz-Gelb. Rechts durchgesteckt. Oh, der Ball ist gut. Der Ball ist gut im 16er. Ja, kommt er vorher dran. Da will Njinma wieder einen Freistoß haben, bekommt den aber nicht. Ich glaube, es wäre in dem Fall sogar Elfmeter gewesen. Ja, jetzt, das war schon im 16er. Gürpitz, und dafür gibt es wahrscheinlich jetzt auch die gelbe Karte. Ja, ja. Ah, es wird laut hier im Stadion Schwanz-Bell. Ja, gut. Das ist dieses berühmte taktische Foul an Unal Kurtulus. Weiß er selber. Ja, also ich eben den Gedanken zu Ende bringen. Jetzt sind es nur noch 8,5 Minuten regulär in diesem ersten Durchgang. Tolles Fußballwetter, tolles Publikum, ausverkauftes Haus hier. Es fehlen eigentlich nur noch die Tore der BVB. Das kann man sagen, er ist bemüht, aber so der letzte Zug, wie heißt das, die berühmte Phrase, letzte Pass, so die letzte Entschlossenheit vor dem Tor, die fehlt halt noch. Dem kann ich nichts hinzufügen. 1-2 gute Abschlusschancen hat es gegeben, aber noch steht auf beiden Seiten die Null. Ja, Gürpitz sucht da Tom Rothe mit dem langen Ball. Beide letztes Jahr deutscher Meister geworden mit unserer U19. Trainiert von Mike Tulbell. Michel im zweiten Versuch auf Anning, aber da geht draußen die Fahne hoch und die Flanke wäre auch auf dem Tordach nur gelandet. Hinterm Tor bei Schwarz-Gelb sehen wir schon die Vorbereitungen für die zweite Halbzeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind 7 Spieler, die sich schon mal da warm machen. Ich glaube, bis auf Silas Ostrinski ist es die komplette Bank, die sich da warm läuft. Ja, wunderbar eingefangen. Bradley Fink, Leon Semic vorne. Julian Rajkov ist dabei. Abdou Kamara, Michel Ludwig, Noah Gabriel Semic. Ja, den ein oder und anderen Hut, der alte und Moda Hut. Ja, da mit Abstand der Älteste. Den ein oder anderen, wahrscheinlich sogar alle, werden wir in der zweiten Halbzeit noch sehen. Ich würde auch mal tippen, dass man da komplett wechselt. Also nicht komplett, aber die alle reinbringt. Dann ist die Frage, wer zieht das große Los hier heute in Schwarz-Gelb 90 Minuten zu spielen?
Hajima setzt sich da mit seiner Schnelligkeit durch. Kommt er noch an den Ball? Nee, der ist einen Tacken zu lang. Da sind schon zwei Aktivposten, hast du eben schon gesagt. Anning und Jinma auf den Außen. Ja, zwei Aktivposten, Anning und Jinma, zeigt auch, dass der BVB es hier häufig versucht, über die Außen, jetzt Rothe mit dem Abschluss, aber da rutscht er ihm so ein bisschen über den Spann, da kriegt er keinen Druck dahinter. Gegen diese tiefstehende Lüna versucht man es dann über die Außen und dann mit Bällen entweder in den Rückraum oder hoch in den 16er zu lösen, bisher aber noch ohne Erfolg. Die beiden Chancen waren eher so Abschlüsse aus der zweiten Reihe von Papadopoulos und von Moukoko. Na, jetzt mal wieder die Lühner mit einem Angriffsversuch, aber da schafft es der BVB dann meist auch schnell wieder in Ballbesitz zu gelangen. Kaum sag ich's, funktioniert natürlich mal so ein bisschen das Passspiel beim Westfalen-Ligisten. Aber Tom Rothe, der schafft es dann, Anning zu suchen. Er schafft es erst, den Ball zu gewinnen, sucht dann Anning, aber der Ball war ein bisschen weit. Außenseite hat. Und zur siebten Ecke geklärt. Alle sieben von der linken Seite. Das ist auch ungewöhnlich. Die Frage, wer darf denn jetzt ran? Drei Gürpitz, drei Anning und jetzt darf Gürpitz wohl wieder. Ja, sie gehen beide raus, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht noch eine neue Variante. Kurz. Wird direkt hochgeschlagen, Papadopoulos verpasst. Collins ist da im 16er am Ball, will nochmal auf Hummels legen, aber da hatten sie nicht die gleiche Idee, die beiden Innenverteidiger. Ja, kurz wieder als schon mal ein Hinweis an unsere Zuschauer. Wir haben weiterhin Verpflegung stehen an allen vier Rätten im Stadion. Das heißt, dass sie können auf der Weltmarkt kaufen. Machen Sie Gebrauch davon. Blickt auf die Uhr, gut drei Minuten. Zwei Minuten sind es noch in der ersten Halbzeit. Ich glaube, große Nachspielzeit ist nicht zu erwarten. An dieser Stelle vielleicht schon mal der Hinweis, dass wir natürlich auch ein Halbzeitprogramm für euch zusammengestellt haben. Niklas Süle ist ja seit dem 1.7. offiziell Spieler von Borussia Dortmund und wir haben uns mit ihm unterhalten, wie es sich anfühlt, schwarz-gelbe Trikot zu tragen. Und gucken wir noch mal kurz, Moukoko verpasst den Ball da, war ninja-artig fast eingesprungen. Also mit Niklas Süle haben wir gesprochen, das Interview seht ihr und auch die Eindrücke vom ersten offiziellen Training der Saison. Da waren wir mit der Kamera dabei, das alles in der Halbzeit und da habt ihr nochmal die Chance gesehen, wo Moukoko den Ball fast verpasst und jetzt gibt es die erste Ecke von der rechten Seite und auch die darf Gürpitz in den 16er bringen. Und das gibt Einwurf. War eng da hinten, aber ist dann ins Seiten ausgegangen der Ball. Ja.
nach weiteren Testspielen wird dir gefragt. Ja, am Samstag geht schon weiter bei Dynamo Dresden. Dann am 14. Juli gegen den SC Verl. Und dann im Trainingslager in Bad Ragaz gegen Valencia und gegen Villarreal jeweils in Altach. Alle Spiele werden wir natürlich live übertragen. Ja, und die letzten regulären Sekunden dieser ersten Halbzeit laufen. Und es scheint dann wirklich, wenn jetzt nicht noch daraus Kapital geschlagen wird. Anning! Und er ist drin! Da wollte ich schon sagen, es geht torlos in die Pause. Aber nein, Prinz Anning hat etwas dagegen, hämmert das Ding, ich glaube, mit der 45. Minute exakt in die Maschen. Profitiert da von einem Fehler in der Lühner Hintermannschaft. Das erste Tor der Saison. Hier sehen wir es da. Yusufa geht schön dazwischen. Anning zieht in den 16er und dann schnörkellos abgezogen. Guter Abschluss. Belohnt er sich für eine sehr engagierte erste Halbzeit. Da hauptsächlich auf der linken Bahn. Kurz hat er auch mal rechts gespielt, aber da sieht man, starker linker Fuß. Und so geht es mit 1:0 in die Halbzeit, denn direkt nach Anstoß pfeift Hendrik Kottkort hier zur Pause. 1:0 führt der BVB gegen den Lühner SV. Und jetzt kommen die Highlights und dann, wie gesagt, das Halbzeitprogramm mit Niklas Süle und dem ersten offiziellen Training. Ich glaube, wir geben den Jungs noch mal ganz kurz Zeit. Ich habe mir schon gesagt, ich bin mal gespannt, welche Highlights die da zusammenschneiden. Aber ich glaube, das ist immer so, du hast den Text schon fertig geschrieben und dann kommt dann irgendjemand mit der letzten Sekunde daher und schießt immer das Tor. Dann musst du deinen Text nochmal umschreiben. Nicht torlos geht's in die Pause, sondern mit einer Führung. Da haben wir den Torschützen noch im Bild. Mats Hummels hat sich seines Trikots schon entledigt. Ich glaube, da ist der erste Trikottausch schon vonstatten gegangen. Jawohl. Mats Hummels hat das Trikot getauscht. Ich glaube, da sein Gegenspieler eines der begehrtesten Souvenire. Da haben wir es super. Danke. Nochmal schön eingefangen. Ich weiß, ich bin ehrlich gesagt, ich bin jetzt nicht so ganz firm. Ich kann euch nicht sagen, welcher Spieler es ist, aber sicher eines der begehrtesten Utensilien heute sich geschnappt. Und dann würde ich aber sagen, wir machen noch weiter. Wenn ihr die Highlights vorliegen habt, spielt sie einfach ein. So, dann werfen wir einmal einen Blick auf die Highlights dieses ersten Durchgangs. Dankeschön. So, natürlich große Freude bei den Fans hier. Da haben wir schon mal ein Bild. Sehr schön. Emre Can, Nico Schulz, Spieler Edin Terzic wurden hier begeistert empfangen. Dann haben wir vor dem Spiel die Ehrung gehabt für den Schiedsrichter, der heute sein letztes Spiel macht. Und dann geht's ins Spiel rein. Das war die Hereingabe von Nnamdi Collins, die dann sicher abgefangen wurde von Alisic nach einer der zahlreichen Ecken. 8 waren es insgesamt in der ersten Halbzeit. Und das war der Schuss von Muki in der 15. Minute, der einen guten halben Meter links daneben gegangen ist. Sofort aus der Drehung mit rechts abgezogen. Das war so mit einer der besten Phasen nach einer Viertelstunde. Kurz zuvor war schon eine gute Chance von Papadopoulos. Und dann, ja, wunderbar, jetzt haben wir hier nochmal hier dann viel, viel Leerlauf. Und dann in der letzten Minute, quasi letzte Sekunde, dann doch noch das 1:0 durch Prinz Anning. Du hast es schon richtig gesagt, Tobi, belohnt sich für eine sehr engagierte Leistung. Einer der auffälligsten Spieler, ja. Die Stadionregie spielt Du Idiot ein. Das gilt aber nicht für ihn. Nee, vielleicht für den Verteidiger, der den Ball da hat. So schlampig halt. Das war der Kapitän Matthias Dresd. Verloren. Also 1:0 geht's zur Pause. Die Sonne, sie scheint noch hier in Lünen. Sie scheint auch hoffentlich dann noch, wenn wir zurückkommen, mit der zweiten Halbzeit. Tobi, jetzt das Halbzeitprogramm. Genau. Viel Spaß jetzt mit dem Interview mit Niklas Süle und den Eindrücken vom Trainingsstart Anfang der Woche. Wie sieht's aus, Schwarz-Gelb? Besser als rot-weiß. Ja, und Kinder, was hören? Sehr gut, so bleiben. Gerade eben oben fand ich ganz interessant, dass du das Trikot das erste Mal anhast, hast du so ein bisschen in die Runde gefragt. Und wie sieht's aus in Schwarz-Gelb? Wie fandst du dich denn in Schwarz-Gelb? Ich habe es jetzt noch nicht gesehen, nur ganz kurz eine Sekunde vom Fotografen, aber ich fand, es sah schon ganz ordentlich aus. Sehr gut. Ich habe
einfach durch die Gespräche heraus mit dem Club und mit dem Verein mich sehr verbunden gefühlt, was der Verein vorhat, was ich bis jetzt in meiner Karriere erlebt habe und was ich mir noch wünsche zu erreichen. Und dieses Thema hier mit dem BVB anzugehen, war für mich unglaublich spannend und ich bin sehr, sehr heiß auf die nächste Saison. Erst warst du bei Hoffenheim blau, dann bei Bayern rot. Jetzt beides so Vereine, die bei den BVB-Fans nicht ganz oben in der Sympathieskala sind. Inwiefern hast du dir trotzdem vorgenommen, ich sag mal ein bisschen pathetisch, die Herzen der BVB-Fans zu erobern und wie hast du das vor? Ich glaube, in erster Linie kann ich das schaffen, indem ich einfach gute Leistung zeige und die Leute sehen, ey, der wirft sich für die Vereinsfarben rein und das habe ich auf jeden Fall vor. Und im besten Fall, dass wir noch unglaublich erfolgreich werden, was natürlich auch meine Ambitionen sind und ich glaube auch die des Clubs. Und dann werden die Leute, denke ich, auch wieder sehr viel Spaß haben, ins Stadion zu kommen und dann auch vielleicht sogar zu sagen, ey, der war ein ganz guter Einkauf. Das ist mein Wunsch. Ich habe mit beiden mal geschrieben. Ich kenne ja beide gut aus der Nationalmannschaft, sind beides sehr, sehr feine Jungs, die ich gut leiden kann, hervorragende Talente. Und ich glaube, dass der BVB da richtig gute Transfers gemacht hat. Die Ambitionen des Clubs haben sich schon gedeckt mit meinen Ambitionen. Deswegen war das auch gleich sehr, sehr schön zu sehen, dass man da wirklich zusammen an ein Ziel glaubt und zusammen dieses Ziel erreichen will. Ich kenne viele Jungs hier aus der Mannschaft bereits. Ich weiß, was es für super Jungs sind, super Kicker sind und dass wir mit natürlich einen kleinen Umbruch oder einen kleinen Umschwung im Kader auch auf jeden Fall einiges erreichen können. Ja, ich glaube, dass ich jetzt mittlerweile mich auch nicht mehr verstecken kann. Ich werde dieses Jahr 27, habe schon 9 Jahre Profifußball hinter mir. Also wenn ich jetzt zum BVB komme und mich irgendwie verstecke, dann glaube ich, würden die mir ja auch schon was erzählen. Also ich will da schon helfen, da einen wichtigen Beitrag zu leisten, dass wir nächstes Jahr eine gute Saison spielen, dass wir möglichst viel Erfolg haben werden. Und dann am Ende wird man sehen, für was gereicht hat. Aber ich bin guter Dinge, dass wir da und dass ich da meinen Teil dazu beitragen kann helfen kann, dass wir die Ziele erreichen. Also ich kenne den Gregor ja auch schon aus Hoffenheimer Zeiten. Da hat er sich gut entwickelt, weil da war er noch nicht so laut. Aber jetzt ist ja gut, wenn er vorweg geht und auch schreit oder Kommandos gibt. Im Fußball gibt es ja verschiedene Charaktere, verschiedene Mentalitäten, wie man vorweg gehen kann. Das ist meine Meinung dazu. Es muss nicht jeder der absolute Lautsprecher sein. Man braucht aber Lautsprecher im Kader. Ich bin erfahrungsgemäß nicht der absolute Lautsprecher, aber ich versuche halt durch meine Werte ein bisschen so meinen Mitspielern ein gutes Gefühl zu geben. Vielleicht auch, dass sie ein gewisses Vertrauen haben, wenn ich mit denen spiele. Es war bei Bayern auch schon so, dass ich da jetzt auch nicht der Große war, der da rumbrüllt, aber eher so das Gefühl geben wollte, ey, da ist einer, der weiß ich, was ich bekomme, der hat Ruhe am Ball und kann trotzdem auch mal den Mund aufmachen, wenn es was zu sagen gibt. Ich weiß, was ich reinbringen kann und werde und das versuche ich bestmöglich umzusetzen. Da sieht man, wie emotional diese Fans sein können, was ja das Geilste eigentlich im Fußball ist, wenn da Emotionalität reinkommt. Und du hast als gegnerische Mannschaft hier gespielt, aber hast dich irgendwie auf dieses Spiel immer gefreut, weil es einfach so einmalig für mich ist in Deutschland, wie diese gelbe Wand da hinter dem Team steht. Und wenn wir das hinbekommen durch guten Fußball und durch ehrlichen Fußball, die Fans da jedes Wochenende für uns da zu haben, dann werden wir wirklich ein paar Prozent immer mit einem Vorteil ins Spiel gehen. Und so habe ich Dortmund kennengelernt, als Spieler noch von anderen Vereinen. Und so hoffe ich, wird es auch nächstes Jahr als Spieler für diesen Verein sein. Ich glaube, da oben ist auch geil, der Platz. Da kannst du sitzen, siehst die Südtribüne eigentlich und kannst das Spiel aber auch gucken. Wenn wir das hinbekommen, ein eingeschworener Haufen zu werden, oder zu sein, dann haben wir fußballerische Qualität hier sowieso ohne Ende und dann können wir wirklich eine gute Rolle spielen. Hallo aus Dortmund. Endlich haben wir jetzt wieder Ferien, aber die BVB-Spieler müssen jetzt wieder ran. We'll be right back.
Vorfreude ist riesengroß. Ne? Man hat jetzt gefühlt, wer weiß, wie lange gewartet und sind natürlich total heiß, dass es jetzt wieder losgeht. Also ich freue mich richtig auf die neue Saison. Ja, ich auch. Auf Tore schießen, auf Tore. Im Stadion wieder gehen, ja. Und Fußball gucken. Ja. Ja, also die Vorfreude bei uns ist schon seit längerem groß, gerade wenn man jetzt auch die neuen Transfers alles so gesehen hat und was sich so getan hat. Ja, von daher kann ich eigentlich nur sagen, wir sind heute auch wieder dabei. Wir waren gestern bei den Amateuren gewesen, das war auch schon cool. Versuchen alles mitzunehmen vom Borussia natürlich, wie es geht. Und von daher freuen wir uns, dass es endlich losgeht wieder. Hoffen wir, dass der BVB in dieser Saison offensiv nach vorne spielt und viele Tore schießt mit den neuen Leuten. Man ist sicherlich nicht der Favorit, aber ich glaube, es ist realistischer, wieder ganz oben angreifen zu können, als das vielleicht letzte Saison oder in den Jahren davor war. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie schnell die Mannschaft zusammenwächst, weil ist ja nun mal eine neue. Und ich glaube schon, dass sie viel erreichen kann in der Bundesliga. Dass wir dann die Roten mal schlagen und auch vor denen stehen. Und ja, in der Champions League, das war Gruppenphase, Achtelfinale auf jeden Fall, das ist schon, glaube ich, drin. In der Champions League im Finale kommen, im DFB-Pokal auch im Finale. Und, hat er recht? Immer. Also Borussia steht ja für guten, attraktiven Fußball und ja, den wünsche ich mir auch. Halt. Geradeaus nach vorne, schnelles Umschaltspiel, das würde ich mir wünschen. Könnte denn die große positive Überraschung dieser Saison werden? Karim Adeyemi. Der ist schnell. Und Bellingham. Der Salih Özcan wird abgehen. Und warum? Weil der war bei Köln auch so gut. Ich hoffe, dass Moukoko seinen Vertrag verlängert, vielleicht weniger von Verletzungen geplagt ist, sein wird, als das jetzt in der letzten Saison war. Und da könnte ich mir auch vorstellen, beziehungsweise hoffe ich auch, dass er etwas mehr Spielzeiten kriegen wird und somit auch mehr Tore zusteuern kann. Also über Moukoko würde ich mich sehr freuen, dass der mehr Zeit kriegt, mehr spielt und dass er sich dann auch mal ein bisschen beweisen kann. Weil bei ihm war das immer so, der ist in den letzten Minuten reingekommen, hat richtig alles gezeigt, was er konnte und nächstes Spiel saß er wieder auf der Bank. Das fand ich persönlich dann immer ein bisschen schade. Also ich finde Edin Terzic passt ganz gut, weil er kennt schon einige Spieler sehr gut, weil er auch mal mit denen zusammengearbeitet hat. Er war ja auch früher schon Trainer und er hat auch den DFB-Pokal ja mit den Jungs geholt und ich glaube, der passt ganz gut in die Mannschaft rein. Muss ich sagen, da kann Papa jetzt eigentlich nicht mehr viel dazu, Adin. Du hast schon alles gesagt. Borussia durch und durch. Glück, dass wir den haben. Sehr gut. Passt. Jetzt hat Papa doch was Schlaues gesagt. Ja, genial, dass er wieder zurück ist. Er passt einfach hier hin und gehört auch hier hin. Also ich habe das Gefühl, dass er sowohl bei der Mannschaft als auch bei weiten Teilen der Fans ein gutes Standing hat. Und das, denke ich, sehr wichtig ist, um erfolgreich zusammenarbeiten zu können. Ich denke schon, dass auch gerade ein junger und energischer Trainer wie er war ja gestern auch zum Beispiel bei der U23 und verfolgt das alles, viel bewirken kann. Und ja, ich bin gespannt. Also ich habe große Hoffnung auf ihn, auf jeden Fall. Ja. Danke, dass ihr da wart und schönen Ferien noch. Danke.
Jungs und Mädels, vielen Dank, dass ihr da wart und tschüss aus Dortmund. So, und wir sind... Wir sind mit einem autogrammgebenden Mats Hummels zurück im Stadion Schwanzwedel beim Stand von 1:0. Prinz Anning hat es erzielt. Einige Wechsel hat es gegeben, wird es geben. Ja, das natürlich jetzt die hoffen natürlich jetzt auch noch darauf, ein Selfie, ein Autogramm von Mats Hummels zu erhaschen oder von den Spielern, die im ersten Durchgang gespielt haben, jetzt draußen sind. Wir schauen mal. Tobi, hast du schon mal geschaut, welche Spieler? Also ich sehe Gürpitz auf jeden Fall weiterhin dabei. Felix Paslak ist dabei. Collins ist dabei. Papadopoulos ist dabei. Papadopoulos ist, glaube ich, einen nach hinten gerutscht. Tobi, ich höre dich Hummels, jetzt gerade gar nicht. Ich habe dich auch nicht mehr gehört. Okay. Hummels ist raus. Der macht draußen schon Fotos. Das haben wir gerade kurz gesehen. Gibt Autogramme. Leon Semic ist neu dabei. Da sehen wir Papadopoulos, der jetzt einen nach hinten gerückt ist in die Viererkette. Abdou Kamara ist dafür auf die 6 eingewechselt worden, vermutlich dann für Mats Hummels. Leon Semic hier auf der rechten Seite für Justin Jinma und Bradley Fink für Youssoufa Moukoko. Das dürften die Wechsel sein bei Schwarz-Gelb. Ja, wir warten auf den Anpfiff der zweiten Halbzeit. Nur für euch zur Info, wir hatten hier in der Halbzeit einen Stromausfall. Wahrscheinlich mochte man Mia Julia nicht. Die lief gerade zu dem Zeitpunkt hier über die Stadionboxen. Ich habe jetzt ein bisschen Probleme, den Tobi zu verstehen. Aber ich denke, wir kriegen das schon irgendwie hin hier in der zweiten Halbzeit. Nochmals an dieser Stelle der Dank an unseren Partner 1&1, der diesen Livestream ermöglicht, dass ihr auch in der zweiten Halbzeit tolle Bilder bekommt. Wie gesagt, vom Testspiel hier in Lünen. Danke an 1&1 und ja, jetzt der Dank an Prinz Anning, dass wir wenigstens ein Tor bekommen haben in der ersten Halbzeit. Jetzt würden wir uns freuen, wenn es dann doch noch ein paar mehr werden würden. Leon Semic fügt sich gut ein, wird hier weggestoßen von Unal Kurtulus. Auffälliger Spieler in der ersten Halbzeit bei den Lünenern, der Linksverteidiger. So, jetzt stehen die beiden Strategen da wieder für die Standards heute, Gürpitz und Anning. Jetzt kommt er kurz rein, aber am kurzen Pfosten geklärt. Leon Semic, der in der Sommerpause Profivertrag unterschrieben hat. Kamara, Paslak und raus wieder auf Semic. Also doch noch kein kompletter Wechsel von allen verfügungsstehenden Spielern bei Borussia Dortmund. Und auch Lünen hat nicht komplett gewechselt. Reichwein sehen wir auch noch auf dem Platz. Aber das Bild kennen wir. Schwarz-Gelb im Ball in der gegnerischen Hälfte. Papadopoulos, wie gesagt, jetzt in die Innenverteidigung gerückt. Dann haben wir jetzt auf der rechten Seite ein ähnliches Bild wie in der ersten Halbzeit auf der linken Seite. Also Felix Paslak ist jetzt gerade einen nach vorne gerückt und Leon Semic macht eher den Rechtsverteidiger direkt nach Beginn der zweiten Halbzeit sah das zunächst noch andersrum aus. Aber da sieht, jetzt haben sie auch schon wieder getauscht, während wir das hier erzählen. Da sieht man, die sind flexibel auf den Außenbahnen beim BVB. Und für alle, die es in der ersten Halbzeit nicht mitbekommen haben, wir haben auch immer ein Auge auf den Chat. Also falls ihr Fragen habt, stellt sie gerne. Wir versuchen, möglichst viele zu beantworten. Vielleicht die Klassiker können wir ja schon mal erwähnen. Die Nationalspieler haben am Wochenende ihre Leistungsdiagnostik und steigen dann nach und nach wieder in den Trainingsbetrieb ein. Marco Reus sitzt schon hier draußen in Lünen. Der ist seit Anfang der Woche im Training. Der war ja leider verletzt von der Nationalmannschaft abgereist und ist in seinem individuellen Trainingsprogramm
und ist jetzt heute hier vor Ort, genauso wie ein Emre Can, wie ein Nico Schulz, die schon wieder im normalen Trainingsbetrieb sind, aber aus individuellen Gründen dann heute nicht hier im Kader stehen. Und ich glaube, der andere Klassiker war, wo ist Jamie Bino Gittens? Der hat am Wochenende die U19-Europameisterschaft gewonnen und hat deswegen noch ein paar Tage Urlaub jetzt. Ah, Anning wieder im 16er, hat er das 1:0 gemacht mit dem Halbzeitpfiff. Köpitz kommt zum Abschluss, aber wird da geblockt. Auch schön gerade, dass der Reporter von 91.2 noch schnell das Selfie mit Mats Hummels ergattert hat. Arbeitsnachweis. Jetzt kann er eine Redaktion vorzeigen, ja, und sagen, ich war wirklich da. Mats auch. Ah, und in der 50. Minute gibt es dann auch die erste Ecke für den Lüner SV. Abdul Kamarada haben wir ihn im Bild. Klärt da zur Ecke bzw. blockt den Flankenversuch. Ja, die Ecke da ist heute schon ordentlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Ich würde jetzt mal vermuten, dass der Ball nicht da in dem Kreis liegt. Kommt kurz. Bradley Fink ist da. Nochmal Doppelpass mit Passlag rausgegeben. Munir Azam, letzter Mann. Im Tor jetzt übrigens Jan Henning. Hennig. Und der BVB mit Platz auf der linken Seite. Rothe. Semisch hinterläuft. Rothe. Ja, ein bisschen zu spät. Hätte er sich früh überlegen müssen, ob er nach innen zieht oder mitnimmt. Njinma jetzt mit dem Foulspiel. Auch taktisch an Kevin Mattes. Da haben wir ein Bild. Zur Pause gekommen. Hier die Wiederholung. Ja. So, mittlerweile. Im Tor mit der Nummer 13, Jan Henning. Mit der Nummer 2, Lukas Bergam. Mit der Nummer 5, Enes Deryan. Mit der Nummer 6, Matthias Dres. Er hat sich immer weiter gesenkt, aber Alex Meyer, der auch jetzt sogar die Kapitänsbinde trägt, hier im ersten Testspiel schon. Darf man das jetzt als Torschuss in die Statistik einwerten lassen? Oder ist das, ja. Ja, doch. Also, wenn er nicht gehalten hätte, wäre er reingegangen, sagen wir mal so. Von daher, Torschuss von Ünal Kurtulus, aber am Ende kein Problem. Da sehen wir Edin Terzic mit klaren Anweisungen und hier nochmal das Foul von Dres, dem Kapitän der Lünener, an Falko Michel. Einen Klassiker sehe ich gerade im Chat schon wieder, haben wir vergessen. Jaden Brav, der ist bei der U23 im Trainingslager. Also der ist nicht aktuell bei den Profis im Training, sondern bei der U23, die sich in Kirchberg auf die Mitte Juli beginnende Drittligasaison vorbereitet. Es gibt noch einen anderen Klassiker. Was ist mit Haller? Aber da kann ich nicht viel zu sagen. Helmut Haller wird, glaube ich, nicht gemeint sein. Und Dieter Haller vorne wahrscheinlich auch nicht. Jetzt guter Ball auf Tom Rothe, auf die linke Seite abgelegt, aber die Fahne ist oben. Oder bin ich mir nicht sicher? Tom Rothe, der so ein unfassbares Debüt gegen den VfL Wolfsburg gefeiert hat, wo er sofort mit einem Tor erfolgreich war, das zum 1:0. Also unter Traumdebüt im Fußballlexikon dürfte sein Foto abgebildet sein. Und das auch noch vor der Süd. Also es ist ja ungewöhnlich, dass der BVB in der ersten Halbzeit auf die Südtribüne spielt. Aber in dem Spiel hat für Tom Rothe wirklich alles gepasst.
Papadopoulos da mit dem nächsten Ball für Tom Rothe auf der linken Außenseite. Na, jetzt wird erstmal wieder sortiert beim BVB und dann versucht durch diese vielbeinige Abwehr sich zu kombinieren. Das haben sie jetzt gerade mit Direktpass-Spiel versucht, aber der Ball von Bradley Fink war zu ungenau. Ist aber schon wieder in Reihen des BVB. Semic jetzt mit der Hereingabe, aber auch die wird geklärt. Auf den zweiten Pfosten, da ist Tom Rothe und dann ist Bradley Fink da. Die Fahne bleibt unten und der BVB trifft in der 54. Minute zum zweiten Mal. Bradley Fink steht da, wo ein Mittelstürmer stehen muss, macht den Abstauber nach der Parade von Jan Hennig. Hier sehen wir es nochmal. Die Flanke von Semic erst abgeblockt und dann Felix Passlang sieht Tom Rothe da am zweiten Pfosten. Hennig kommt da noch dran, aber Bradley Fink steht, wie schon eben gesagt, da, wo ein Strafraumstürmer stehen muss und trifft zum 2:0. Ja, gerade in der Phase, wo ich sagen wollte, ich bin mir nicht ganz sicher, was gerade interessanter ist, das Geschehen auf dem Platz oder dahinter, hinter dem Tor. Da ist es nämlich neben Mats Hummels jetzt auch mittlerweile schon Youssoufa Moukoko. Ich muss sagen, mich hat es auch einmal irritiert, ja, jetzt gerade bei den Angriffen. Es hat jemand gepfiffen und man wusste überhaupt nicht, was passiert. Da hat jetzt auch Matthias Drees, der Captain der Lünen, da nochmal drum gebeten, das bitte sein zu lassen, weil nur Henrik Rottgott, der Schiedsrichter, sollte hier heute pfeifen, denn der ist der Schiedsrichter. Mit Nummer 30 Felix Passlack, mit der Nummer 32 Abdoulaye Kamara, mit der Nummer 33 Alexander Meyer, wie gesagt, mit der Nummer 37 Lion Simic, mit der Nummer 40 Falko Michel, mit der Nummer 41 Nandi Collins, mit der Nummer 47 Antonius Papadopoulos, mit der Nummer 48 der Torschütze Bradley Fink. Und wieder Tom Rothe mit einigem Platz da auf der linken Seite, aber sofort wieder am ersten Verteidiger hängen geblieben mit dem Ball. Heute im Spiel auch mit der Nummer 36 Tom Rothe. Ah, schöner Ball und wieder viel Platz für Tom Rothe, bringt den Ball in die Mitte. Göpitz kommt an den Ball im 16er, legt nochmal zurück und dann hoppelt der Ball zu sehr auf. Den kann Michel leider nicht sauber treffen und so geht er dann deutlich vorbei am Tor der Lünener. Ja, sag mal, guck mal, schön eingefangen nochmal. Mats vorne und Youssoufa Moukoko dahinter. Die sind jetzt gerade so ungefähr hinter dem Tor von Jan Hennig. Also die haben noch einen weiten Weg vor sich bis zur Auswechselbank. Also bis zur 90. könnten sie es geschafft haben. Aber ist ja super. Genau das ist ja das, was wir auch wollen. In der Region sich zeigen, Zeit nehmen. So nah kommen sie nie wieder ran. Und wenn man dann halt einen Weltmeister hat, den man hier mal während des Spiels ein Autogramm bekommen kann oder ein Selfie. Was möchte man als BVB-Fan mehr? Ja, Felix Passlack setzt sich da schön durch. Semic hinterläuft und der hat ordentlich Tempo. Bringt die Flanke in den 16er, aber etwas zu weit für Bradley Fink. Ah, und dann war Tom Rothe auf der anderen Seite mitgelaufen und dann sind sich Fink und Anning da nicht so einig und am Ende kullert der Ball mehr aufs Tor, als dass er gezielt geschossen wird. Da sehen wir nochmal die flache Hereingabe und dann kommt keiner so wirklich zum Abschluss. Noah fragt, was ist mit Marcel Lotka, während dieser Ball zu lang ist. Auch der ist ähnlich wie Jaden Brav im Trainingslager der U23 in Kirchberg. Zweiter Torhüter hier heute neben Alex Meyer, der im Tor des BVB steht. Gucken wir mal eben auf den Platz. Nein, der ist etwas zu lang. Der Ball für Bradley Fink ist
Silas Ostrinski, der letztes Jahr der Stammkeeper der U19 war, die ja im Youth League Viertelfinale denkbar unglücklich ausgeschieden ist gegen Atletico Madrid, das DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart knapp verloren hat, aber im Finale um die deutsche Meisterschaft Hertha BSC geschlagen hat und deutscher U19-Meister geworden ist. Und da sind ja jetzt auch einige der Jungs auf dem Platz, die das geschafft haben, mit Tom Rothe, einem Bradley Fink, Leon Semic, Namdi Collins. Und das ist sicherlich auch etwas, wo Edin Terzic viel Wert drauf legen wird, wieder mehr Jungs aus der Dortmunder Nachwuchsarbeit bei den Profis zu integrieren. Da können wir einige Fragen auch zusammenfassen. Wo ist Marius Wolf? Wo ist Donny Mahlen? Danny, verrat's den Leuten. In Lünen. Die sind auf der Bank, gehören zu den Spielern, die halt noch individuell gesteuert werden. Hatten wir schon ein paar Mal erwähnt. Marius Wolf, Emre Can noch ein bisschen zurück, Matteo Morey. Sie alle, wie gesagt, sind hier. Aber auch Gregor Kobel, der eigentlich noch Urlaub hätte. Genau, Kobel und Reus, das sind die, die noch nicht im Training sind, aber auch schon hier sind. Aber genau, das sind die, die heute noch nicht im Einsatz sind. Vielleicht dann am Wochenende in Dresden. Alle anderen, auch um die Frage nochmal zu beantworten, die ganzen Nationalspieler, unsere Neuzugänge, die angesprochenen Kobel, Reus, die starten am Wochenende, am Samstag mit der Leistungsdiagnostik. Die da ist ja. Nochmal kurz eingreifen möchte. Ja, Marco Reus ist schon im Training. Der trainiert ja individuell. Ja, nicht offiziell im Training. Samstag, Sonntag hatte ich gesagt, die Leistungsdiagnostik, da werden wir mit dabei sein und dann hoffentlich, sehr wahrscheinlich, ich möchte jetzt ja vielleicht auch schon so ein bisschen das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Nächste Woche Montag, da steht eigentlich das erste dann offizielle gemeinsame Training aufgepasst, Rothe in die Mitte geklärt. Also, wir gehen davon aus, also nächsten Montag dann die ganzen Neuzugänge, die Nationalspieler erstmals auf dem Trainingsplatz und wir haben natürlich vor euch dieses Training wieder live zu streamen. Das wäre natürlich wunderbar, wenn das klappt. Also, wir sind ganz optimistisch, dass wir also nächsten Montag wieder für euch da sind. Jetzt schauen wir noch mal kurz auf diese Ecke von Aning, die kommt vom Tor weg. Passlack nochmal. Außen Bradley Fink. Ist Namdi Collins gerade noch schnell genug, um vor Sebastian Hane zu retten, der sonst durch gewesen wäre. Ja, und Danny hat den möglichen Livestream kommenden Montag schon angesprochen. Dieser Livestream heute wird von unserem Hauptsponsor 1&1 möglich gemacht. Da bedanken wir uns natürlich sehr herzlich für. Und falls ihr auf der Suche seid nach einem neuen Handyvertrag oder auch zu Hause Internet braucht, dann schaut da gerne bei 1&1 vorbei. Die haben immer Top-Angebote. Und da ist Göktan Göpitz, der kriegt ein Top-Angebot von Bradley Fink. Dem steckt er den Ball durch und dann ist es Göpitz, der da in der 62. Minute auf 3:0 erhöht. Ja, herrlicher Angriff. Wieder eingeleitet von Felix Passlack. Und dann Gürpitz, Fink. Und der ist natürlich traumhaft, dieser Ball. Und den macht er ohne große Mühe. Toller Ball von Bradley Fink. Gürpitz, zack. Herrlich gemacht. Und dann heißt es jetzt 3:0. So, jetzt kommt eine ganze Reihe an Lünener Ersatzspieler zur Bank. Wahrscheinlich wird es ja jetzt gleich nochmal den ein oder anderen Wechsel geben. Ein Wechsel wird es wahrscheinlich gleich auch kurz bei uns hier am Kommentatorenplatz geben. Und Danny hat noch einen ganz besonderen Gast eingeladen. Gucken wir erstmal, Falko Michel schließt da ab, aber Hennig kann den Ball noch abwehren. Und ich mache jetzt mal kurz hier Platz am Mikrofon.
Wir schauen nochmal in diese Umbauphase auf den Platz. Kamara ist am Ball. So, nochmal ein neuer Spielaufbau über die linke Seite. Jetzt geht es nochmal gleich, ja, vielleicht rechts rüber. Noch im Zentrum. Alles sehr, sehr, sehr dicht jetzt da. Wo ist die zündende Idee? Schieß wird hier aus dem Publikum gerufen. Die Möglichkeit wäre da, 20 Meter. Ja, es wird ein bisschen gezaubert und ist der Ball gleich weg. Naja, Spiel läuft nochmal. Collins, jetzt ein verletzter Lühnener Spieler. Genau. Da geht der Ball ins Aus. Es ist Marcel Reichwein und ich nutze die Pause, um ja, einen ganz besonderen Gast an meiner Seite zu begrüßen. Hanna Goßmann von unseren BVB-Frauen. Hallo Hanna. Hallo. Wir haben heute schon häufig darüber gesprochen. Ihr habt ja auch in der vergangenen Saison hier schon gespielt. Erstmal ganz kurz, du bist heute hier, dieses erste Testspiel der Saison der Männer dir anzuschauen. Dein erstes Fazit des Spiels bis hierhin? Ja, also in der ersten Halbzeit war es ein ganz ausgeglichenes Spiel erstmal. Also es fiel in der Lühner Hälfte, aber Torchancen waren jetzt noch nicht so erzwingend. Aber ja, in der zweiten Halbzeit haben sie ja jetzt einiges draufgelegt und da kommen auch mal ein paar mehr zwingende Torchancen und dann auch die Tore. Bradley Fink, das war so ein typisches Hanna Goßmann-Tor, oder? Da muss man stehen, wegmachen. Ja, ja, den muss man wegmachen. Sehr gut gemacht. Apropos Hanna Goßmann-Tor hier in Lünen. Ihr habt hier gespielt. So ein bisschen dieses Spiel hat auch den Ursprung da gefunden, als man den Lühner SV damals ansprach. 17:0 habt ihr gewonnen. Welche Erinnerungen hast du noch an das Spiel? Ja, also es war natürlich ein schönes Spiel. 17 Tore, kann man mal kann man sich mal drüber freuen, ne? Aber auf jeden Fall sehr faires Spiel. Lea, 4 Tore, wunderbar. Wir haben gut zusammengespielt und ich glaube, so wünscht man sich das. Ja, stell mal dein Schäppling und wie heißt das? Das klingt jetzt nicht zusammen, das Sprichwort. Aber du hast ja auch nicht so schlecht gespielt an dem Tag. Du hast auch 4-mal, meine ich, auch geknipst, ja, ne? Ja, auch 4-mal, genau. Jetzt sag überhaupt mal, es ist ja gerade bei euch, ihr seid noch in der Sommerpause, aber was für ein unfassbares Jahr, schau mal aufs Spielbett, liegt da hinter dir, wenn ich mal übernehme. Kreismeisterin, Kreispokalsiegerin, erfolgreichste Torschützin im Kader. Gratulation nochmal, du hast gerade dein Abi gemacht. Dankeschön. Also das ist ja mein, was ein Jahr, hast du überhaupt jetzt mal in dieser Sommerpause die Chance gab, das alles mal so zu rekapitulieren. Wahrscheinlich ist man durch die Saison irgendwie auch geflogen und getragen worden, um das richtig zu verarbeiten. Hast du jetzt mal die Chance gehabt, das alles zu verarbeiten, was da passiert ist bei dir? Also bis jetzt bin ich tatsächlich noch nicht so wirklich dazu gekommen. Man schwebt immer noch auf dieser Welle, aber so langsam bin ich jetzt auch wieder ein paar Tage zu Hause. Ich war jetzt viel unterwegs und jetzt so langsam beginnt man da auch wieder drüber nachzudenken. Wirklich, wie du auch schon gesagt hast, sehr gutes Jahr für mich und als 17-Spieler hat man halt noch nicht so viel gewonnen und jetzt alles in einer Saison zu gewinnen, ist natürlich wundervoll. Jetzt hatte ich gesagt, ihr seid noch in der Sommerpause, die geht noch ein bisschen. Wie ist denn das so bei euch? Viele Fußballprofis, die freuen sich ja über jede einzelne Woche, die sie frei haben. Ist das bei dir, wie ist das in der Mannschaft? Sagt ihr auch so, boah, ein Glück, können wir mal gerade ausspannen? Oder brennt es bei euch irgendwie schon wieder, dass man sagt, ey, so eine geile Saison, so eine geile Truppe, eigentlich könnte es morgen schon wieder weitergehen? Also, ich bin ja auch mit ein paar aus meiner Mannschaft hier. Ne? Okay. Ja. Also, wir gucken das ein bisschen gemeinsam. Und wir haben gerade auch schon untereinander gesagt, es wäre super schön, wenn wir jetzt auch hier auf dem Platz stehen könnten und endlich wieder zocken könnten. Also, wir sind auf jeden Fall bereit und wir möchten so schnell wie möglich wieder starten. Mitte Juli, bin ich richtig informiert, geht es bei euch dann wieder los, also auch dann in gut 2 Wochen. Genau. Vorbereitung dann, die Saison, ich denke mal, die Ziele sehen ähnlich aus wie im vergangenen Jahr. Ja, ich gehe davon aus, auf jeden Fall. Also meine persönlichen Ziele sehen auf jeden Fall so aus. Gut, haben wir das geklärt. Jetzt gibt es wieder ein paar Wechsel auf dem Platz, auf die wir uns konzentrieren. Wir wechseln dann auch nochmal hier auf dem Kommentatorenplatz. Hanna, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir kurz die Zeit genommen hast. Schöne Grüße in die Kurve an die Mädels. Alles Gute. Und bis bald. Sehr gerne, danke schön. Danke. So, dann machen wir jetzt hier gleich nochmal den Wechsel. Und draußen hat der Lühner SV jetzt gerade nochmal reichlich gewechselt. Auch nochmal im Tor. Da ist jetzt Jörg Lemke in der Bude.
Und beim BVB wird gleich auch nochmal fleißig gewechselt. So, und jetzt ist Tobi auch wieder da. Da bin ich wieder. Ja, es wurde tatsächlich komplett durchgewechselt. Ich weiß nicht, ob du es genau im Blick hattest. Also auch der Torhüter wurde wieder gewechselt. Das ist jetzt mit der Nummer 1 Jörg Lemke im Tor. Und auch die 10 Feldspieler sind neu. Weil ich glaube nicht ganz, weil Sebastian Hane, der wird, glaube ich, zur Halbzeit eingewechselt, der Kollege mit der 11 vorne. Und auch beim BVB stehen jetzt nochmal 3 Wechsel an. Da sehen wir Modahut, Noah Gabriel Simic und Julian Rajkov. Platz verlassen tut Falko Michel, Göktan Göpitz, der Torschütze zum 3:0. Und auch Felix Paslak geht runter. Ja, 20 Minuten sind es dann noch, die Mo 21, um genau zu sein, die Mo hier mitspielen darf heute. Passt auch ungefähr für Mats Hummels, der ist jetzt an der Ecke gleich angekommen. Also er schafft es dann wirklich in der 90. bei der Bank angekommen zu sein. Und er hat dann 2x 45 Minuten volle Leistung gebracht. Ebenfalls in der 70. Spielminute wechselt unser Gast Dortmund. Der BVB hat keine Spieler mehr auf dem Platz mit der Nummer 46. Und um auch mal wieder die ein oder andere Frage zu beantworten. Wo ist Adeyemi, wo ist Schlotterbeck, habe ich jetzt heute nicht gesehen. Die beiden Neuzugänge haben natürlich noch Urlaub, weil sie mit der Nationalmannschaft nach der Saison noch unterwegs waren. Sie steigen am Samstag in die Leistungsdiagnostik ein, wenn der Rest der Mannschaft, die schon im Training ist, nach Dresden reist zum nächsten Testspiel bei Dynamo. Auch das werden wir dann live übertragen. Ja, wurde jetzt, glaube ich, gerade hohes Bein abgepfiffen gegen Bradley Fink. Wenn ich das richtig gesehen habe, sehen wir die Szene nochmal. Ja, war auf Kopfhöhe und das ist ja dann nicht erlaubt. Ja, Julian Rajkov. Mit dem Pass auf Bradley Fink. Die beiden kennen sich natürlich auch aus vielen U19-Spielen. Da kommt der Pass zurück, beziehungsweise die Flanke ist es viel mehr. Aber der war Rajkov noch etwas zu klein für Anning mit der nächsten Abschlusschance. Ja, es ist jetzt insgesamt, habe ich so ein bisschen das Gefühl, denn die 2 Tore sind schon gefallen. Und der BVB kommt auch häufiger vor das gegnerische Tor. Also man entwickelt noch ein bisschen mehr Zug zum Tor als noch in der ersten Halbzeit. Das ist das Entscheidende, der Zug zum Tor. Das ist absolut richtig, der ist deutlich mehr vorhanden in dieser zweiten Halbzeit. Bessere Abschlussmöglichkeiten, wir waren auch direkter, haben auch gesehen, vieles ging in der ersten Halbzeit über außen. Gerade wenn ich jetzt das dritte Tor anschaue, einfach mal schön im Zentrum, Doppelpass in die Mitte durchgesteckt, sehr schön herausgespielt. Wenn man einfach nur abliest. Bin gespannt, wie es jetzt aussieht, weil du hast natürlich gerade bei den Lühnern, die auch in der ersten Halbzeit auf dem Platz waren, da haben die Kräfte schon ein wenig nachgelassen. Jetzt nochmal frisches Personal. Neue genau. Kräfte, ja genau. Und jetzt durch den Wechsel, um vielleicht das von den Positionen her kurz aufzulösen, ist Leon Semic auf der rechten Seite einen nach hinten gerückt. Dafür ist jetzt Noah Gabriel Simic auf der rechten Außenposition, während Tom Rothe hier wegen Abseits zurückgepfiffen wird. Julian Rajkov hat so ein bisschen die Zehnerposition übernommen und Modahut natürlich auf der 6 bzw. 8, also vor der Abwehr im zentralen Mittelfeld. Welche Liga spielen die Lühner? Der Lühner SV spielt in der Westfalenliga. Es ist die 6. höchste Spielklasse in Deutschland. Die ersten beiden Bundesligen, dann die 3. Liga. Danach kommt die Regionalliga, die Oberliga und dann die Westfalenliga. Ja, ein schöner Doppelpass da. Anning sucht Simic auf Höhe des Elfmeterpunkts, aber der kann sich da im Dribbeln nicht
durchsetzen. Ein sehr interessanter Neuzugang für unsere U19 hauptsächlich. Nur Gabriel Simic vom FC Augsburg gekommen, 17 Jahre jung. Hat in Augsburg sogar schon ein paar Einsätze für die U23 in der Regionalliga. Während Tom Rothe jetzt mit dem nächsten Schuss versucht und Jörg Lemke da doch gerade die Arme hochreißen kann. Sehen wir es noch mal in der Wiederholung. Der erste Schuss geblockt. Dann steht da Tom Rothe am 5-Meter-Raum, versucht es mit der Direktabnahme. Aber Lemke mit einer Hand wischt ihn über die Latte. Und es geht weiter mit der 10. Ecke für den BVB, die Anning jetzt gleich reinbringen wird. Etwas zu weit, die Flanke von Anning. Tom Rothe war da schon wieder am zweiten Pfosten durchgelaufen und hätte den wahrscheinlich noch mal per Kopf zurückgelegt. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob Tom Rothe mittlerweile noch linken Verteidiger spielt oder eher schon so einen verkappten Linksaußen. Steht auch, wenn man das so sieht, also fast 15 Meter höher als Leon Semic, der jetzt gerade noch rechts hinten agiert. Handspiel geahndet von Florian Püschel. Wer hat die Tore geschossen, wird hier gerade noch nachgefragt. Das war in der 45. Minute Prinz Anning mit dem 1:0, mit dem Halbzeitpfiff quasi. Bradley Fink mit dem 2:0 in der 54. Minute. Und Göktan Gürpütz mit dem 3:0 nach 62 Minuten. Und jetzt ist wieder Bradley Fink, der da fast an den Ball kommt, nachdem Anning den schön weitergeleitet hatte. Aber Lemke ist etwas schneller. Und noch ein Wechsel beim BVB. Anning, gerade haben wir ihn noch erwähnt und auch gelobt für eine engagierte Leistung, verlässt den Platz und für ihn kommt Michel Ludwig, auch einer aus der U19, einer unserer Nachwuchskicker, der mit der Mannschaft von Mike Thulberg deutscher Juniorenmeister geworden ist. Damit sind jetzt bis auf Ostrinski, den Ersatzkeeper, heute auch alle Wechseloptionen von Edin Terzic ausgenutzt worden. Jetzt mal ein guter Ball, schöne Ballannahme von Bradley Fink. Also der fügt sich hier richtig, richtig gut ein. Das ist ein ständiger Unruheherd vorne in der Spitze. Bradley Fink. Ja, hat er auch schon sein Tor gemacht. Ohne tolle Vorlage. Und hier, guck mal, das ist tolle Ballbehandlung. Und dann ja, noch vom Ball getrennt. Der Stürmer. In der letzten Saison während des Papadopoulos einfach mal versucht. Also ich glaube, das waren gut 30 Meter. In der letzten Saison Bradley Fink mit 36 Toren in 40 Spielen. Das über alle Wettbewerbe hinweg für die U19 und auch für die U23 hat er schon in der dritten Liga zweimal getroffen. Eine ähnlich gute Quote hatte auch eben mein Interviewgast Hanna Gosmann. Und jetzt nochmal vielen Dank an Axel Gasteyer, der mir in Redewendung nochmal ein bisschen Nachhilfe gegeben hat. Auch Hanna Gosmann braucht ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen. So ist das Sprichwort richtig. Ich habe es eben nicht zusammenbekommen. Axel, danke. So, mich da jetzt auch noch rehabilitiert. Klassischer Synapsenklemmer eben bei mir. Hier Foulspiel aufgestützt von Nnamdi Collins, da wir in der Schlussviertelstunde dieses Spiels sind. Ja, nochmal Nnamdi im Foulspiel, läuft aber weiter. Da tankt sich Kevin Thomas Usang durch, verliert den Ball jetzt aber. Da sieht man auch, dass jetzt gerade unsere Profis jetzt nicht jeden Zweikampf auf Verderben suchen. Hereingabe ist nicht schlecht und da ist das Tor! Na schau, der hat heute einen ganz großen Tag. Ayman Moussaoui Anafai. Ja.
Oh, die Tormusik gefällt mir. Das ist was für mich. Da bin ich ja jetzt froh, dass der Lübner jetzt vorne noch getroffen hat. Sorry, dass ich so sagen muss. Aber auch nicht schlecht gemacht. Das müssen wir auch dazu sagen. Wirklich tolle Hereingabe von Sebastian Hane. Und in der Mitte, ja, auch dann unhaltbar verlängert. Über den Scheitel rutschen lassen. Ayman Moussaoui Anafai. Keine Chance für Alex Meyer, da noch dran zu kommen. Mal gucken, ob es den Jungs in Schwarz-Gelb gelingt, den 3-Tore-Vorsprung wieder herzustellen und vielleicht noch ein Törchen hier zu erzielen. Na, Abdou Kamara setzt sich da gut ein, holt den Ball im Zweikampf zurück. Gutes Update von Mats Hummels, der ist mittlerweile an der Höhe 16er-Linie angekommen. Also jetzt muss er fast noch kämpfen, dass er es schafft. Im Hintergrund sehen wir es. Fast noch kämpfen, dass er es schafft, bis zum Abpfiff auf die Bank zu kommen. Ja, sehr schön nochmal eingefangen. Ja, Selfies. Sehr beliebt, genauso wie auch Autogramme. Auf dem Unterarm wird da unterschrieben. Der wäscht sich nie wieder. Ja, auch nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank an alle Beteiligten hier in der Regie, an der Kamera, am Ton, überall, dass ihr so tolle Bilder hier liefert. Das macht immer wieder Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten. Vielen Dank dafür. Vielen Dank genau nochmal an 1&1, dass sie diesen Stream überhaupt erst ermöglichen und dass wir euch die Möglichkeit geben, euch den BVB hautnah auch in die Wohnzimmer zu liefern. Wieder ist es Kamera, der da den Ball zurückgewinnt. Rajkov auf Anhöhe der 16er Linie. Aber da war dann ein Lühnerball Bein dazwischen. Gut 0,9 Minuten noch hier im Stadion Schwanzbell von Lünen im ersten Testspiel der Saison 22-23. Der BVB bemüht, Tobi hat es gesagt, vielleicht nochmal den alten 3-Tore-Vorsprung herzustellen. Aber es bleibt natürlich schwer, da durch die tiefstehende Lüdener Defensive durchzukommen. Oder Hut versucht es mal à la Mats Hummels mit einem Außenrisspass, der aber nicht so wirklich sein Ziel findet. Ja, teilweise eine Sechserkette mit denen, was sie da hinten auf. Genauer Pass von Tom Rothe, dann Foulspiel, da haben wir in dem Bild den 17-jährigen Linksverteidiger. Mal sehen, was noch war. Kam er dann einen Schritt zu spät.
das passiert. Am Ende dieses Spiels gibt es nicht nur einen Ausgang für zwei der Haupteingang, sondern an der Osttribüne der Ein- bzw. Ost als Ausgang gekennzeichnet, wird auch als Ausgang zur Verfügung stehen. Noch einmal, liebe Zuschauer, am Ende dieses Spiels. 7 Minuten zu spielen sind, gibt der Stadionsprecher schon mal durch, wie man das Stadion Schwanzbell hier gleich verlassen kann. Wir zeigen euch natürlich mit Abpfiff nochmal die Highlights und werden uns dann auch verabschieden. Vielleicht an der Stelle schon mal der Hinweis, am 9. Juli, Samstag um 17 Uhr dann das nächste Testspiel bei Dynamo Dresden. Auch das übertragen wir natürlich wieder live bei BVB TV. Auf YouTube und auch auf Facebook. Ja, Michael Ludwig jetzt nochmal zentral vorm Tor. Mit links versucht das da. Und wieder ein Lünener Verteidiger dazwischen. Die spannende Frage ist nach Abpfiff nicht, welchen Ausgang man nutzt, um hier das Stadion zu verlassen, sondern eher schafft man es, einen Platzsturm zu verhindern. Ja, ein oder andere Autogrammjäger sehe ich auch schon, bringt sich in Position. Da jetzt nochmal die Ecke reinkommt. Schön gezogen auf den zweiten Pfosten. Tom Rothe da mit dem Abschluss, aber kann ihn nicht aufs Tor drücken. Ja, schöner Eckball, gut gezogen. Ja, da wird auch noch behindert beim Kopfball von einem Gegenspieler. Schwieriger Abschluss. Ja, werden alle Testspiele übertragen? Ja, das können wir glücklicherweise mit Ja beantworten. Jetzt Simic nochmal hier im 16er, setzt sich durch, versucht zu das kurze Eck. Aber da ist Lemke zur Stelle. Dann sehen wir es nochmal. Spritzt da dazwischen, legt den Ball schön vorbei. Versucht dann mit rechts ins kurze Eck zu treffen. Aber da ist Jörg Lemke, der mittlerweile dritte Torhüter, der hier heute für den Lühner SV im Kasten steht, dazwischen. Jetzt mal eine flache Variante auf Modahut, der bringt den Ball dann per Flanke, aber da segelt er an Freund und Feind vorbei ins Tor aus. Nochmal ein bisschen Ballbesitz zu holen in der gegnerischen Hälfte. Sind da auch kurz vor Schluss noch sehr engagiert am Werk. Modahut schickt jetzt nochmal Bradley Fink, der auf dem Weg in den 16er ist. Julian Reikhoff ist mitgelaufen. Fink legt sich den Ball in die Mitte und sucht da nochmal das Abspiel. Aber erneut ein Lünener Abwehrspieler dazwischen und der BVB mit der 13. Ecke jetzt gleich. Da sehen wir es nochmal. Fink verzögert kurz, um den Mitspielern die Chance zu geben, mitzukommen. Und dann
ist Wilhelm Sassenberg dazwischen und klärt diesen Querpass. Ja, Ball kommt im 16er runter, da ist Fink, zieht ab, wird zweimal, glaube ich, abgefälscht und gibt die 14. Ecke für Schwarz-Gelb. Die werden jetzt mittlerweile da die etatmäßigen Schützen in diesem Testspiel, Göktan Göpitz und Prinz Eichen, ausgewechselt, sind von Michael Ludwig gebracht. Von rechts wie von, nee, von rechts war es ja gerade Simic, links ist es jetzt Michael Ludwig. Auf den zweiten Pfosten. Ja, wie eben schon. Aber die war nicht ganz so gut. An allen Mann vorbei. Sehen wir es nochmal. Da war keiner mehr am Ball. Das gibt Abstoß. Da wieder Tom Rothe am zweiten Pfosten gesucht. Und da sind wir jetzt auch schon in der absoluten Schlussphase. Nicht nur für den Schiedsrichter, der gleich mit dem Schlusspfiff auch Abpfiff seiner Schiedsrichterkarriere tätigen wird, auch dieses ersten Testspiels, das der BVB gewinnen wird. Die Frage ist, in welcher Höhe bekommen wir. Es wird da ein bisschen gezupft und gezogen. Rother mit der Hereingabe. Fing kriegt den Ball nicht richtig auf den Schlappen. So, da sind wir jetzt in der letzten Minute angekommen. Wie gesagt, haben wir heute das erste Testspiel. Die Mannschaft wird die Woche weiter in Brakel trainieren. Und zwar das erst noch in dieser Besetzung. Wie gesagt, wir haben ein paar Spieler, die schon dabei sind, die weiter individuell trainieren, an die Mannschaft herangeführt werden. Reus haben wir schon, ist da, trainiert individuell. Am Samstag dann das nächste Testspiel. Das wird man dann in Dresden bestreiten. Das Wochenende nutzen Nationalspieler und Neuzugänge dann mit der Leistungsdiagnostik und dann soll es dann nächste Woche zu sein. Ab nächste Woche soll man dann gemeinsam auf dem Trainingsplatz stehen. Natürlich noch in unterschiedlichen Trainingsgruppen, weil man auch da die Belastung weiter steuern wird. Aber so, dass man nach und nach dann auch gemeinsam trainieren kann und spätestens im Trainingslager ist die ganze Mannschaft dann komplett. Wie gesagt, geht wieder nach Bad Ragaz. Auch dort werden wir vor Ort sein. Und das war's dann jetzt auch. Abpfiff, Borussia Dortmund gewinnt gegen den Lühner SV mit 3:1. Shake hands, der Trainer. Ja, Tobi, dein Fazit. Natürlich ein verdienter Sieg. Man hat jetzt nicht geglänzt, aber es ist ein erster Test. Genau, ich würde sagen, etwas flapsig könnte man sagen. Es war ein lockerer Aufgalopp. Ein leichter Sommerkick. Genau, genau, bei besten Bedingungen. Also der Rasen, gut, er mag jetzt keine Bundesliga-Qualität haben, aber sieht weitestgehend gut aus. Und das Spiel ließ sich ja dann auch über weite Strecken ganz gut angucken. Und am Ende gewinnt der BVB mit 3:1 durch die Tore von Anning, von Bradley Fink und von Göktan Göpitz. Für den Lühner SV, das wollen wir nicht unterschlagen, hat Eimann Anafay den Anschlusstreffer bzw. das 1:3 erzielt. Weiter geht's bei uns, wie gesagt, am Samstag, während wir hier Marco Reus sehen. Wie gesagt, er ist schon im individuellen Training nach seinem Muskelfaserriss. Es gibt eigentlich noch die Highlights. Tobi, die will ich dir übergeben. Ich will noch kurz runter, schon mal ein oder zwei Stimmen noch für unsere Kanäle einzufangen. Tobi, vielen Dank. Euch vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt die Highlights noch mit Tobi. Wir sehen uns wieder, nur der BVB. Dann schauen wir mal rein, was wir hier bei dem Spiel heute hatten. Sehen wir den Cheftrainer von Borussia Dortmund, Edin Terzic. Mats Hummels, der in der ersten Halbzeit gespielt hat, war dann in der zweiten Halbzeit mit Selfies und Autogrammen beschäftigt. Und da sehen wir auch schon das 2:0 vom BVB. Felix Paslak, Tom Rothe mit dem Kopfball und dann steht Bradley Fink da, wo ein Strafraumstürmer stehen muss, macht den Abstauber zu einer 54. Minute das 2:0 durch den jungen Schweizer. Dann war es Tom Rothe mit der Hereingabe und dann konnten sich in der Mitte Fink und Anningen, der das 1:0 in der ersten Halbzeit gemacht hatte, nicht einigen. War dann kein Problem für den Lühner Schlussmann. Aber der BVB weiter mit viel Offensivdrang in der zweiten Halbzeit und dann war es hier Bradley Fink mit der schönen Vorarbeit für Göktan Göpitz.
Zusammenspiel der beiden Spieler, die in der vergangenen Saison noch in der U19 miteinander gespielt haben, zum 3:0 nach gut einer Stunde, 62 Minuten, um genau zu sein. Das 3:0 für den BVB, das natürlich auch kräftig bejubelt wurde. Und dann sehen wir hier das letzte Tor des Tages. Ayman Hanafai mit dem 1:3 aus Sicht des Lünener SV. Denn der Westfalenliga spielt der sechsthöchsten Spielklasse. Für die ist das mit Sicherheit ein sehr respektables Ergebnis, hier gegen den BVB mit 1:3 zu unterliegen. Das war es hier aus dem Stadion Schwanbell, wo der BVB vor 3000 Zuschauern mit 1:3 gewonnen hat. Wir verabschieden uns aus Lünen. Wie gesagt, am Samstag geht es weiter live aus Dresden, wenn der BVB dann bei Dynamo gastiert. Tschüss aus Lünen, schönen Abend noch und bleibt gesund.